Hallo und herzlich willkommen zu The Mortuary Assistant in der Demo-Version 1.17. Ich weiß, das Spiel ist, glaube ich, schon draußen. Wir testen es aber trotzdem erstmal an, ob es überhaupt was für uns ist. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Wir legen los und schauen mal, was auf uns wartet. Das Einzige, was ich halt weiß, ist, dass wir halt eine Frau sind, die irgendwie, ich glaube, ein Praktikum oder irgendwie sowas in der It Art was gemacht just hat. really weird. In So dem some stuff Dings. fell over. That's not a big deal. No, I Okay. know. It wasn't even my fault, Telefonat. but he sent me home right after that. I'm just really Irgendwelche worried. Probleme He's supposed to scheinen oder finalize my irgendwas stuff today. passiert. Wir wurden And nach he Hause said he geschickt. would, right? Yeah. So that's a good thing. Wir reden mit Yeah, unserer Mutter it oder just didn't feel irgendwie. like he meant it. Like, he just said it to get me out of the building. Wait a sec, I have another call. Wir kriegen einen Hello? Anruf. Hey Rebecca, it's Ah, Raymond. okay, Oh, das ist hi, gut. Mr. Delver. Look, if I did anything wrong today, just. No, no. I wanted to apologize. You've done a fantastic job. Just not feeling too well. That's actually why I'm calling. Wir könnten das jetzt natürlich überspringen, aber es gehört ja mit zur Story, deswegen. Ja. Well, yeah. Are you sure? I mean, of course. Excellent. You were doing me a huge favor. I took care of the rest of your onboarding. We're all set. And your new badges and your Also, der hat uns praktisch nach Hause geschickt. That's great. Thank you. I'm on my way right now. I hope you feel better. Falsch gemacht. Thanks again. We'll see you tomorrow. Und wir sollen Bye. Jetzt irgendwie morgen oder irgendwie in der Nacht Holy shit! Dahin. That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. See? Ja, heute I Abend. told you it was fine. Congratulations. Thanks. I have to go. Like, right now. I'll talk to you later. Okay, sehr schön. Where are my keys? Wo sind unsere Schlüssel? Und warum haben wir immer noch diesen Hörer in der Hand und telefonieren weiter und was? Ah, jetzt. Yes. Okay. Alles klar. So, was haben wir hier? Erstmal ausmachen. Den guten Scorny. Sorny. So, was haben wir hier im Buch? Embalm, ein Buch über die Geschichte von Preservation and how people use it to cope with death. Preservation ist doch haltbar machen, weißt du? Wie komme ich denn wieder zurück? Use it. Okay, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir können es uns auf jeden Fall angucken. Ja, ah, mit Rechtsklick, alles klar. So. Was haben wir hier? Messer. Ein Herd. Können wir den anmachen? Ne, können wir nicht. Aber es sieht so aus, als ob da Dampf ist. Naja, ist egal. Zahnbürste. Wo sind unsere Schlüssel? Den Schlüssel sein. Nö. 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 In der Jacke vielleicht. Where are my keys? God, I lose those. Die Tür will nicht aufgehen. Sorry, sind da meine Keys drinne? Nee. Wo sind meine Schlüssel? Erstmal einen Kaffee machen. Telefon. Okay, springen können wir schon mal nicht. Und es ist ein verregneter Tag. Wo sind meine Schlüssel? Wer hat sie geklaut? Da sind meine Schlüssel. There we go. Okay, let's go. Inventory. Large items are held in your hands.
Viewing Items, okay. Kann ich das da hinziehen? Nee, kann ich nicht. Okay. Tabulator. So, los geht's. Ich bin gespannt. Es regnet. Oh, wir sind schon da. Welche freudige Überraschung. Ja, sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Ich mag alte Gebäude. Guten Abend. Ich mach die Tür zu, ne? Es ist hier ein bisschen zugig. Ich kann die Tür nicht zumachen. Doch. Ich kann die Tür zumachen. Oh ja, Kaffee wäre auch schön. Was haben wir hier? Oh nein, ich habe den ganzen Kaffee verschüttet. Ja, ist egal. So. Alright. Guess I'll head to the back and get started. Rebecca. Ich danke dir fürs Kommen in unser Short Notice. Also ich danke dir fürs Kommen in dieser kleinen Notiz. Der Körper ist im Moment im Einbalsamierungsraum. Ist dann so, please return it to cold storage. Also wir müssen ihn wieder zurück in die Kältekühlkammer packen. Und dann sollen wir mit dem nächsten angehen. Left the key to the embalming room in the top of a drawer in the front desk. Don't forget your clipboard. Alles klärchen. Wenn du das sagst. Okay, Clipboard. Hier ist Clipboard. Ein Clipboard. At least I can keep track of things. Okay, sehr schön. So, was braucht man noch? Achso, der hat gesagt, er hat die Schlüssel hier irgendwo in der Schublade. Da. Okay. Sehr gut, haben wir das. Was? Right? Okay. Okay. Sehr schön. Da müssen wir ja schon, wie es funktioniert. Hallöchen, Puppenküchen. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei uns. Okay, der ist fertig. Wir laufen natürlich erstmal rum, ne? Riverfield Network, how to... Kadaver. Die reden hier von Kadaver. Achso, wir wissen es gar nicht. Das hat wahrscheinlich hier der Chef schon gemacht oder was auch immer. So, mein Freund. Na? Wie geht's Ihnen? Ich weiß, das ist eine dumme Frage. Ich hoffe, Sie hatten ein ruhiges Leben. So. Zick. Kann ich nicht nach oben gucken? Okay, den kann ich nicht. Alter, beweg dich bitte nicht. Das wäre echt freundlich. Beweg dich nicht und wir wären die besten Freunde, die es gibt, ne? Ah, ich habe vergessen, die Tür aufzumachen. Ich Dummerchen. So. Ich will mal kurz was ausprobieren. Wen haben wir denn überhaupt hier? Keine Ahnung. Petro. Entschuldigung. Hier arbeitet noch jemand. Hallo. Hallo. Ja, gut, ne? Scheiß drauf. So. So, Mr. Petro. Dann fahren wir sie mal. Oh. Wie? Nee, Clifford will ich gerade. Ah, okay. Das ist ein bisschen schwierig hier irgendwie.
Petro. Na? So. So. Dann schlafen wir gut, ne? Mein Bester. Hallo? Wer hat denn hier das Licht ausgemacht? Das finde ich nicht in Ordnung. Ich weiß nicht, ob wir eigentlich den nächsten nehmen. Aber... das hier ist nicht zufällig der Lichtschalter. Ne, lass bloß das Licht an. Hallo? Wer auch immer das war, es ist nicht lustig. Oh, ich muss da mal kurz hin. Ich glaube, das ist die Pizza, die ich mir bestellt habe. Hallo? Hallo? Wohl doch nicht die Pizza gewesen. Schade. Oh, Alter, jetzt habe ich mich fast vor dem Schatten erschrocken. Habe ich kein Flashlight oder so? Dass wir hier... warte mal. Ah. Sehr schön. So ist doch die ganze Sache besser. Anni Aru, okay. Schon besser. So. So. Komm mit. Wir machen das zusammen, ne? Wir kriegen das schon hin. So, okay. So. Sehr schön. Dann wollen wir die jetzt dahin und dann... so. Alright, let's check you out. Okay. Annie, are you okay? 80. Sehr schön. Und ich würde sagen, schauen wir uns mal die nette Dame hier in der nächsten Folge an. Und dann sehen wir mal, was hier noch passiert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.